So, folgendes ist hier passiert. Dieser Teller, den man über den Boden schnürt an dem Mähwerk, ist ja letztes Jahr abgerissen. Und zwar ist eigentlich nur die Schraube rausgerissen, bündig hier vorne mit dem Lager. Die anderen beiden Schrauben waren vorher wohl schon mal rausgewandert. Ich weiß, hätte man vielleicht vorher mal prüfen müssen. Da muss ich nur die Gewinde nachschneiden, die sind derbe rostig. Und ja, hier bin ich jetzt bei, das Ganze auszubohren. Schneide ich das Gewinde auch nochmal nach, wenn ich die restliche Schraube da rausgepult habe. Und ja, dann mache ich hier auch wieder den Springring rein. Ich habe es versucht auszubauen, aber es ist so festgerostet auf der Welle hier. Deswegen habe ich gesagt, komm, das bohrst du über Kopf aus, schneide das Gewinde so nach und dann habe ich ein bisschen weniger Aufwand. Ja, so. Ich habe jetzt alle Bohrungen einmal nachgeschnitten. Die hier, wo der eine Bolzen drin abgerissen war, habe ich den Bolzen ausgebohrt und dann auch natürlich wieder Gewinde nachgeschnitten. Die anderen zwei Gewinde auch einmal nachgeschnitten, dass der ganze Rost da rauskommt. Und ja, nehme ich jetzt neue Schrauben, die ich da reinpacke. Die sind ein Stück länger, muss ich mal gucken, ob das so hinhaut. Aber müsste eigentlich nicht viel länger als die originalen. Das eine hier von vorne. Das sind 5 mm, die länger sind. Muss ich mal schauen, wie das nachher aussieht, ansonsten schneide ich das ab. Ja, hier vorne kommt dann gleich wieder der ganze Scheibenkram drauf und der Sprengring. Weil jetzt das Lager, das wollte partout nicht runter. Bevor ich da jetzt anfange mit irgendwelchen Trommeln auseinandernehmen oder sowas, ja, da bohre ich das lieber über Kopf. Ist ein bisschen unbequemer, aber geht auch. Ja, die Messer, die werde ich auch nochmal drehen. Vielleicht ein paar neu nehmen. Oder hier nochmal anschleifen. Würde theoretisch nochmal, wenn ich die von links nach rechts tausche, würde das gehen. Aber die müssen auf jeden Fall gedreht werden. Zumindest das. Oh, das ist eigentlich ganz simpel. Da haben wir hier so einen Hebel für. Den setzt man dann da so ein. Hat man hier oben eine Bohrung. Und dann drückt man den hier hoch. Ist jetzt alles ein bisschen schwierig, was man eine Hand macht. So, dann drückt man hier oben in das Loch rein und hebelt dann so das Messer raus. Ist eigentlich ganz schnell gemacht. Mal gerade den Arbeitsplatz gewechselt. Hier haben wir so Scheiben. Sind hier Stück 3 mm groß. Damit kann man nochmal die Schnitthöhe einstellen. Die werden dann da so reingepackt. Und dann erhöht sich halt die Distanz zwischen dem Teller und dem Messer. So, ich habe jetzt erstmal zwei Imbusschrauben reingedreht, zwei längere. Dass ich das Ganze so ein bisschen ausgerichtet kriege. Dass die drei Löcher nachher auch vernünftig fluchten. Ich habe jetzt gerade keine dritte längere Imbusschraube gefreit, aber das müsste eigentlich mit der hier auch hinhauen. Also meinen Schraubendreher reinstecken. Ja, und dann hämmere ich das gerade hoch, dass es wieder oben anliegt. Drehe dann die kürzeren Schrauben rein, mache noch ein bisschen Loctite drauf und dann ist das erstmal wieder schier. So, dann jetzt gerade noch eine kleine Planänderung. Ich habe jetzt hier eine Schraube schon ausgeschraubt. Ich habe jetzt hier drei Schrauben eben reingemacht, auch im 10er. Mit einer Mutter und zwei Karo-Scheiben und habe dann den ganzen Teller hier hochgezogen und gleichzeitig noch ein bisschen geklopft, dass sich das schön gleichmäßig zieht. Und jetzt sind wir auf jeden Fall oben bündig mit dem Lager ungefähr, genauso wie auf der anderen Seite auch. Unten sind wir bündig und jetzt kann ich meine kurzen Imbusschrauben reinmachen.